Hallo, spreche ich mit Herrn Boti? Ja, hier ist Boti. Okay, schauen Sie mal, ich bin mir nicht sicher, ob Sie die Daten richtig eingetragen haben. Lisa Klein ist mein Name. Sie haben sich Ja. vor Bitcoin Revolution angemeldet. Ist das richtig soweit? Ja, ich wollte mir das mal angucken, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Okay. Können Sie bitte mir Ihren Nachname vorlesen? McBoatface ist mein Nachname. Das ist schottisch. Oh, okay. Alles klar. Ist Ja, halt verstanden. Boaty Ich entschuldige mich. McBoatface. Alles in Ordnung, das ist richtig. Alles richtig geile Nachname, muss ich. Finden Sie? Cool. Also ich habe da nur Ärger Ja. mit. Nein, nein, weil ja ich kann schon verstehen, warum können Sie ärgern sich, aber das ist eine richtig tolle Nachname. Man einfach glaubt nicht, dass es eine reale Nachname ist. Tja, was soll ich machen? Meine Eltern waren ziemlich bescheuert. Die hätten ja den Namen von meiner Mutter nehmen können. Meine Mutter hieß Oberberger, aber die mussten unbedingt den Nachnamen von meinem Vater nehmen, weil das ist bei den Schotten, das ist eine Traditionssache. Ja, das ist eine Traditionssache, aber in Deutschland gibt es jetzt gerade die neue Mode sozusagen, beide Nachnamen reinzuschreiben. Ja, aber ich kann mich ja nicht Oberberger McBoatface nennen. Da kriege ich ja gar nichts mehr auf die Reihe. Ja, haben Sie recht. Stimmt. Aber trotzdem, das Ist ist ein schön, schöner dass Name. Sie sich an meinem Leid so ergötzen. Ich entschuldige mich. Das ist richtig geil. Also ich finde es richtig toll. Also Also ein richtig toller Name. wenn Sie möchten, können wir ja heiraten, dann nehme ich Ihren Namen und Sie können dann McBoatface heißen. Dann bin ich den Namen los. Dann machen wir so ein Deal. Wie heißen Sie denn Aber mit dann muss ich Nachnamen? Lisa Klein. Oh, klasse, Aber da, den Namen nehme ich wenn Sie sofort. Den Namen nehme ich sofort. Ich bin nämlich auch nicht gerade groß gewachsen. Dann passt das. Haben Sie denn ein Ja, Gesicht wie ein denken Sie. Boot? Nein, habe ich nicht, nein. Ja, passt das ja. Aber ist ja egal. Hauptsache, ich heiße dann Klein. Wann wollen wir uns denn mal kennenlernen? Das wird Ihnen besser passen, glauben Sie, Klein. Das Ja, ist natürlich. auch schon Ist mal besser als ein McBoatface. interessanter Name. Nein, nein, Quatsch. Also Sie sollen darüber nicht so nachdenken. Ich war einfach überrascht, weil ich dachte, dass jemand hat mit seinem Firmenname sich angemeldet. Verstehen Sie? Ich habe gedacht, dass es kein privater Person ist, der sich bei uns angemeldet hat. Also mein Deswegen muss Vater, ich erst der mal. hat einen Betrieb, da heißt ja auch McBoatface Industries, aber das ist halt wieder was ganz anderes. Der hat da nichts mit zu tun jetzt. Oh, okay. Die machen so Oh, okay. Plastikverpackungen für Oropax, falls Sie das kennen. Nein, kenne ich nicht. Nein. Haben Sie auch nichts verpasst, ist total langweilig. Okay, und machen Sie es nicht mit? Nee, ich studiere jetzt gerade. Ach so, wie alt sind Sie? Ich bin 19. Oh, 19. Ja. Okay, gut. Ich freue mich erstens, Sie zu erreichen. Habe ich Ihnen schon eine WhatsApp-Nachricht zugeschickt? Nein. Nee, ich habe auch kein WhatsApp. Das wird ja von den Amerikanern überwacht. Ja, haben Sie auch recht. Haben Sie auch recht. Aber dann muss man darüber nachdenken. Facebook wird auch überwacht. Instagram wird auch Ja, überwacht. da halte ich mich ja fern von, weil mein Vater sagt immer, die Amerikaner wollen die McBoatface Industries ausspionieren. Darum soll ich mich da fernhalten von solchen Sachen. Wir sind quasi sowas wie die Umbrella Corporation im realen Leben, aber das darf ich auch keinem erzählen. Ich würde gerne nicht sagen, dass es die Umbrella Corporation ist. Also, Erkennen Sie die? das ist eigentlich schon. Ich hab diese Serie geguckt. Also Super ich toll. weiß nicht, ich weiß, worüber Sie da sprechen. Klasse. Sie sind mir echt sympathisch. Dankeschön. Ich bedanke mich. Auch wenn Das Sie freut sich mich über zu meinen Namen hören. lustig machen. Nein, ich mache. Nein, Quatsch. Lustig mache ich nicht. Also, das ist einfach ein richtig besonderer Nachname. Und ich habe die noch nicht gehört, das war's. Also, Es ist schon selten, das wissen Sie. stimmt. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Alles Also, gut, ich kann ja schon ein ich sollte. bisschen Spaß verstehen.
Ich mache nur Witze. Also natürlich meine ich gar nichts ernsthaft und das ist ein richtig schöner Name. Also. Dankeschön. Ja. Ein richtig interessanter Name auf jeden Fall. Gut. Was studieren Sie denn, wenn Sie ein Student sind? Bitte? Was studieren Sie denn? Psychologie. Psychologie? Ja. Oh, das ist doch schön. Das ist total toll. Da kann man anderen Leuten in den Kopf gucken und kann da drin rumwursteln. Kann ich nicht zustimmen. In was für ein Semester sind Sie nochmal? Nee, ich habe jetzt gerade erst angefangen. Ah, gerade erst angefangen. Nur erstens, im ersten Semester können Sie noch nicht reingucken. Ja, nein, aber das lerne ich jetzt ja alles. Und so ein bisschen Begabung muss man da auch mitbringen. Also ich habe immer schon so, ich weiß nicht, ob das ein Fluch oder ein Segen ist, wenn ich mich mit Freunden treffe und ich merke immer gleich, wenn es einem nicht gut geht oder wenn der anders ist als sonst. Und dann kann ich auch nicht anders als zu fragen, bis der das dann endlich zugibt, weil ich das nicht glauben kann, dass meine Aura mich täuscht. Haben Sie auch recht? Ja, meistens. Meistens. Psychologie wird Ihnen viel tatsächlich auch bringen. Das kann ich Ihnen hundertprozentig sagen. Sie haben eine richtige Entscheidung auf jeden Fall gemacht. Sind Sie Psychologin? Eigentlich nicht, aber meine Schwester hat Psychologie studiert in Deutschland. Oh, und, klasse. Ja, also sie hat mir schon ein bisschen darüber erzählt. Muss ich sagen, dass es eine interessante Sache ist, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall toll. Also es macht auch großen Spaß. Ja, haben Sie voll recht. Natürlich. Dann lassen Sie uns kurz mal über dem Geschäft auch sprechen. Ich werde Ihnen ein paar Informationen darüber leiten. Das ist toll. Ungefähr wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Die 250 gelten, um Ihre Konto zu aktivieren. Damit kann man so viel Profit nicht bekommen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Markt sieht wie See aus. Das was? Es gibt immer Wellen. Es gibt immer Wellen. Ja. Im Markt. Nach unten und nach oben. Diese Wellen sind Schwankungen. Und mit die Hilfe von dem automatisierten System können Sie durch den Anstieg oder Fall von dieser Wellen tatsächlich einen Profit machen. Es kommt darauf an, einfach worauf Sie gerade gestellt sind, auf Kauf oder Verkauf. Aber das wird die automatisierte System für Sie übernehmen. Ach so. Okay, jetzt, wenn Sie mit die 250 anfangen, kriegen Sie auch Hebelwirkung. Was kriege ich Nebenwirkung? Hebelwirkung. Hebelwirkung ist Leverage, heißt Leverage auf Englisch. Okay? Ja. Und das wird den Wert von Ihres Geld erhöhen. Also das Ihres Geld hat mehr Kraft, als ansonsten hat. Verstehe ich nicht. Das ist wie so ein Bootsantrieb. Beispielsweise haben Sie haben wahrscheinlich beispielsweise 100 Hunde? Nee, wir haben nur Katzen. 100. Ach so. Ich dachte ja schon. Beispielsweise haben Sie 100% Hebelwirkung gekriegt. Anstatt mit 250 werden Sie die Position mit 500 eröffnen. Achso, und dann kriege ich mehr Geld? Nein, dann können Sie handeln, anstatt mit 250, mit 500. Ach so. Und dann können Sie tatsächlich mehr kaufen mit diesem Geld. Das nennt man Hebelwirkung und das erhöht den Wert von Ihres Geld. Kann man bei Ihnen denn auch diese Dogecoin kaufen? Wir sind gerade mit Yuanpay und Bitcoin beschäftigt. Nee, ich wollte ja Dogecoin haben, weil die sind ein bisschen günstiger. Eigentlich habe ich mich mit dieser Twincoin nicht beschäftigt. Was ist das und was... Wie, Sie wissen nicht, was Dogecoin sind? Eigentlich nicht, nein. Soll ich Ihnen da mal die Internetseite von zeigen? Dann kennen Sie das gleich.
Das ist, eigentlich ist das ganz bekannt. Haben Sie einen Computer da? Natürlich. Ja, ich buchstabiere www. Ja. Kaufmann, Emil Kaufmann. Ja. Martha Anton. .net. Das ist die Seite vom Dogecoin. Okay, nochmal bitte von Anfang an. Kaufmann, Emil Kaufmann, Martha Anton, also kekma.net. Okay. Kekman? Kekma. What the... Nein, das habe ich gerade nicht gesehen. Was denn? Was ist das? Was ist das für eine Seite? Das ist die Seite vom Dogecoin. Hallo? Okay. So, lassen Sie uns das kurz machen. Haben Sie eine Kreditkarte überhaupt? Haben Sie sich das mit dem Dogecoin jetzt angeguckt? Ja, habe ich angeguckt. Haben Sie eine Kreditkarte oder haben Sie die nicht? Ja, habe ich. Ich habe eine Mastercard von meinem Papa gekriegt. Von Ihrem Papa gekriegt. Ist das, diese Mastercard ist unter Ihrem Namen oder nicht? Ja, na klar. Ja, na klar. Das ist unklar. Bekomme ich denn bei Ihnen jetzt diese Dogecoin da von der Seite? Nein, Dogecoin kriegen Sie nicht und Schade. Sie haben sich nicht für Dogecoin angemeldet. Sie haben sich für Bitcoin Revolution angemeldet. Ja, aber Bitcoin ist doch der Oberbegriff für diese ganzen Sachen. Nein, das ist nicht der Oberbegriff. Natürlich. Wenn Sie nicht mal Dogecoin kennen. Ich dachte, Sie sind Experte. Nein, ich bin kein Experte. Ich bin auch kein Broker. Mit dem Broker werden Sie sprechen ein bisschen später. Ach so, kann ich dann gleich mit ihm reden? Wenn Sie da nicht so Bescheid wissen, bringt mir das ja nicht viel. Nein, leider nicht. Muss man erstmal die Einzahlung tätigen, damit wir Bescheid wissen, dass Sie eine ernsthafte Kunde sind. Ich meine, mein Name ist Boaty McBoatface. Haben Sie tatsächlich Zweifel an meiner Ernsthaftigkeit, nachdem ich Sie auf Kekma geschickt habe? Haben Sie auch recht. Ist so. Also wer das ernst nimmt, der muss schon ziemlich verzweifelt sein. Haben Sie auch recht. Ja, man weiß nie, wissen Sie? Also ich verstehe schon, dass das Ganze ist ein riesiger Joke für Sie ist. Aber soll ich Ihnen sagen, was ich hier mache? Gerne. Ja, ich mache für YouTube so Videos über Telefonbetrüger und Sie sind gerade mein Hauptdarsteller. Da freue ich mich total drüber. Schön. Ja, möchten Sie jemanden ich grüßen? Auch. Mal schauen. Ich würde gerne alle Leute in Deutschland grüßen, die würden dieses Video gerne anschauen. Ja. Ich hoffe, dass es macht für Sie Spaß. Natürlich. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und, das hoffe ich doch. Was noch? Bitte gehen Sie in diese Webseite, was dieser Junge gerade gegeben hat, nicht ein. Das wird Ihnen nicht gefallen. Und das war's, würde ich sagen. Ja, und dann können... Ich habe mich gefreut. Ja, mich auch. Aber warum machen Sie denn sowas mit den Leuten, sagen Sie mal? Sie hören sich an wie eine sehr nette Frau. Was machen wir genau? Wir bieten eine Plattform für Handeln. Ja, aber jeder weiß doch, dass diese automatisierten Dinger, dass das reine Geldfresser sind. Und eine Lizenz haben sie bestimmt auch nicht, außer aus Zypern oder einem anderen Drecksland. Sie müssen verstehen, dass es tatsächlich handelt um eine Handlungsplattform. Jeder hat den Wahl, tatsächlich zu entscheiden, wird er daran teilnehmen oder wird er daran nicht teilnehmen. Es kommt einfach darauf an. Eine Auszahlung ist natürlich möglich und Sie schließen keinen Heiratsvertrag, auf gar keinen Fall. Oh, schade, ich wollte doch Ihren Nachnamen haben. Und jetzt, wenn Sie es nicht mitgekriegt haben, das ist schon nicht mein Problem. Also, Sie heißen ja wahrscheinlich auch nicht Klein mit Nachnamen. Wie ist denn Ihr richtiger Name?
Klein ist mein echter Nachname. Glaube ich Ihnen nicht. Wir sind verpflichtet, unsere Namen reinzustellen. Ja, ich habe meinen Namen ja auch reingestellt. Boaty McBoatface. Das ist schön. Und wir haben schon darüber ein bisschen mal gelacht. Also ich würde sagen, dass das schon ist. Ich habe nichts dafür. Also ihr müsst echt ziemlich verzweifelt sein. Wahrscheinlich ruft ihr meinen Kumpel Hoodie Mac Sackschweiß und lasst Miranda, denn sie will ja auch noch an. Oder? Ja, natürlich. Ich würde sie gerne versuchen. Klasse. Das mache ich. Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten? Das hat mit Ihnen, glaube ich, überhaupt nichts zu tun, oder? Nee, nicht unbedingt, aber ich habe Ihnen ja auch die Legende von Boaty McBoatface erzählt. Da können Sie mir ja auch was erzählen. Ich würde gerne Ihnen trotzdem nicht anlügen. Also alles, was ich Ihnen gerade bis jetzt gesagt habe, war wahr. Ja, aber Sie haben die ganzen wichtigen Sachen ja ausgelassen, dass das eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit ist, dass man sein ganzes Geld verliert, wenn man mit diesen Auto-Trading-Geschichten und generell im CFD-Markt handelt. Das erzählen Sie Ihren Kunden ja aber nie. Okay, halten Sie ganz kurz. Lassen Sie uns von Anfang an anfangen. Jeder Firma bietet eine andere Prozent von Gewinn und Verlust. Wir bieten beispielsweise 88% auf Erfolg. Das müssen Sie schon im Kauf nehmen und das steht immer in die Warnungen und in die Risikos. Ja, so eine Warnung kann ich ja aber auch selber schreiben, da kann man ja jede Zahl reinpacken. Wer lizenziert Sie denn? Es geht nicht um an die genauen Zahlen, okay? Es geht tatsächlich darum, dass diese Warnungen auf Risiko stehen da. Wer lizenziert dass sie denn? Prozent auf Erfolg beispielsweise steht an die Webseite nicht. Haben Sie nicht zugehört? Nee, natürlich nicht. Ich wollte fragen, von wem Sie denn Ihre Lizenz haben für den Finanzmarkt. Muss ich Ihnen nicht sagen, genauso wie Sie mir Ihren Nachnamen nicht gegeben haben. McBoatface. Ich habe Ihren Nachnamen, Ihnen meinen Nachnamen gegeben und meinen Namen. Ja, das ist ja genauso falsch wie meiner, von daher schulden wir uns jetzt ja nichts. Und eine allgemeine legale Information über Ihr Unternehmen ist ja was anderes. Wenn Sie die nicht herausgeben können, dann haben Sie auch keine Lizenz. Das werde ich Ihnen auch gerne nicht weitergeben. Ich weiß nicht, vor was für eine Webseite werden Sie jetzt dieser Video jetzt reinschmeißen? Na, bei YouTube natürlich. Ich weiß nicht, was genau werden Sie rausschneiden. Gar nichts, das ist ein One-Take. Das werde ich einfach nicht glauben, ich entschuldige mich. Warum glauben Sie das denn nicht? Wir können auch ein richtiges Interview machen, wenn Sie möchten. Da kann ich Ihnen 3 Hühnerpunkte vergeben. Ich Ihnen nicht. Ich würde gerne Ihnen alles Gute wünschen und dass Sie gesund bleiben. Und dass Sie werden einen richtigen Job Ihnen finden, weil Sie sind arbeitslos. Hier ist Dimitri von Radio Hamburg. Hast du gerade gesagt, unser Sorgenkind soll sich richtige Job suchen? Du Telefonbetrüger, such du dir richtige Arbeit, blöd. Ich hoffe, das wird auch auf Ihrer YouTube-Webseite erscheinen. Natürlich, alles kommt da drauf. Alles kommt da drauf. Person, muss ich sagen. Okay, möchtest du mit dem indischen Reporter reden? Der hat auch noch eine Frage. Kein Problem. Warte mal kurz. Komm her. Los. Ja, hallo. 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 Ja, guten Tag, hier ist Rakesh von Radio Hamburg. Ich wollte gerne wissen vor den Zuschauern in Indien, warum eine Frau darf telefonieren, weil bei Indien eine Frau darf nicht Telefon benutzen, right? Wusste ich gar nicht, aber jetzt, okay. Haben Sie meine Neugier gerade erweckt, auf jeden Fall. Sie noch nie bei Indien kommen? Nein, ich komme nicht aus Indien. Nein, Sie ist schon nicht da gewesen, right? Doch, in Indien war ich schon mal. Okay, dann ist noch eine sehr wichtige Frage. Willst du Ziegebock kaufen? Wie bitte? Willst du Ziege kaufen? Nein, ich will von Ihnen nichts kaufen. Ziegebock oder ein Schaf oder Schweinen. Will auch Hühner haben. Kann ich bitte mit Manager reden, right?
Das ist ja lustig. Hi, hier ist wieder Dimitri. Können wir bitte mit Chef reden für Interview? Bitte, bitte. Wissen Sie, was interessant daran ist, dass ich in diesem ganzen Gespräch wurde von meiner Seite auch aufgenommen. Cool, dann können Sie das ja auch hochladen. Ich gebe die Copyrights genau frei. Das ist genau, was ich gerne machen werde. Darf cool, wie heißt Ihr Kanal? Wie ist Name von Ihrem Kanal? Ich werde gerne, ich muss erstmal einbauen, glaube ich. Oh, das guckt doch keiner ran, wenn du keine Abonnenten hast und keine Zuhörer. Ach, kommen Sie schon, wir finden was. Ich kann Ihnen helfen, wir können Kooperation machen. Sie machen so Video von Callcenter und ich helfe, Kanal zu pushen. Okay, dann lassen Sie kurz mal wissen, was für einen Kanal haben Sie? Ich habe den ziemlich großen Kanal, wie Sie vielleicht schon hören. Oder haben Sie Kanal gesagt? Kanal, genau. Kanal, Telefonziege. YouTube. Ja, richtig. Wie heißen Sie auf YouTube? Telefonziege. Das auch gerne. Telefonziege heißt es? Ja, richtig. Ach, kommen Sie schon. Nein, wirklich, machst du YouTube auf und guckst du, ist diesmal auch kein kegma.net. Okay, schauen Sie mal. Wenn Sie dieses Gespräch hochladen werden, ich werde gehen zu meinen Anwälten. Also gehen Sie. Ja, klar, machen mach. Sie das gerne. Was will der Anwalt ich werde machen? Das gerne auch. Das werde ich gerne auch finden. Was will der Anwalt denn sagen? Meine Mandantin wurde dabei aufgenommen, wie sie versucht, Leuten das Geld wegzunehmen. Bitte löschen Sie diese Video, damit wieder mehr Leute drauf reinfallen. Oder was will dein Anwalt sagen? Dann wird tatsächlich der Anwalt sagen, dass es wurde keine solche Gespräche aufgenommen werden von den Leuten, ohne dass die darüber wissen. Du hast doch selber aufgenommen, hast du gerade gesagt. Außerdem überwiegt hier das öffentliche Interesse. Dafür sind wir verpflichtet, diese Dokumentation zu machen. Ja, ich auch. Ich bin auch dazu verpflichtet. Nee, dafür sind Sie nicht verpflichtet. Aber doch, das Schiffsgerichtshof hat mich dazu angestellt. Das gerne können Sie reinlassen und ich werde meinen Anwalt, wie gesagt, kontaktieren. Ist cool. Wie heißt der Anwalt? Wie heißt der? Ich habe von Anfang an gesagt, dass Sie würden mein Gespräch aufnehmen. Sie mir auch nicht, von daher ist ja was egal. Was passieren wird? Wie heißt denn Ihr Anwalt? Was passieren wird? Wie heißt der Anwalt? Wir werden uns im Gericht sehen und Sie werden eine riesige Strafe dafür kriegen. Ja, und Sie gehen in den Knast wegen gewerbsmäßigem Betrug. Nein, gehe ich nicht. Das ist kein Betrug. Ich habe das doch auf Band. Ich weiß nicht, was Sie da für sich... Haben Sie mal Ihre eigene Telefonnummer bei Google eingegeben? Sollten Sie mal machen. Was meinen Sie damit? Ihre Telefonnummer bei Google reinschreiben. Welche Telefonnummer? Na, Ihre, von der Sie anrufen. Richtig. Okay. Soll ich das angeben und gucken? Ja, und dann bitte nochmal bei Kekma drauf gucken. So, machen wir jetzt Interview oder machen wir kein Interview? Wie gesagt, können Sie gerne dieses Gespräch bis jetzt hochladen. Ich werde gerne mit meinem Anwalt darüber schon heute Abend sprechen. Wie heißt denn der Anwalt? Wir werden uns gerne im Gericht denn. Wie heißt denn Ihr Anwalt? Später sehen. Wie ist sein Name? Oder musst du dir jetzt Name erst ausdenken, mühsam? Hat mit Ihnen nichts zu tun, weil dieses Gespräch aufgenommen wird. Und ja, ist doch kein Problem. Ich werde den Namen Ihnen nicht weitergeben. Müssen Sie auch nicht wissen. Na doch, sonst hätte ich bei Anwalt gleich schon mal angerufen, hätte geguckt, ob wir uns außergerichtlich einigen können. Wenn Sie irgendwie 100, wenn Sie 100 Sozialstunden machen und sich ehrlicher Beruf besorgen, dann können wir drüber reden. Oh, meine Liebe, aber Sie haben tatsächlich keinen richtigen Beruf gerade. Nee, ich mach das in meiner Freizeit. Ich mache das in meiner Freizeit. Oh, dann haben Sie zu viel Freizeit. Nee, warum? Keine andere richtige Sachen zu tun, sagen Sie mal. Ich glaube, die Allgemeinheit vor Telefonbetrügern schützen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Andere Leute gehen sich besaufen oder fahren Autorennen. Ja, genau. Denken Sie so. Das Problem liegt daran, dass es kein Betrug ist. Und wenn Sie werden es jetzt veröffentlichen, werde ich zu meinem Anwalt geben und dann
werden Sie tatsächlich dafür richtig, aber richtig viele Probleme kriegen. Ja, Sie können ja mal bei Gericht gehen und sagen, ich möchte Anzeige gegen Boaty McBoatface machen. Bitte, viel Spaß dabei. Kein Problem, ich habe Ihre Telefonnummer. Sie die ist doch auch falsch, die ist genauso falsch wie deine Telefonnummer. Das ist alles gespooft, Blöd. Wir haben einen Server in Russland. Wir gucken mal. Wir haben einen Server in Russland. Ich kann Ihnen gerne versprechen, dass ich werde Sie durch diese Telefonnummer auch herauskriegen. Krass, da freue ich mich drauf. Cool. Wollen wir kurz mal darüber wetten? Was wollen wir denn wetten? Ich wette eine Ziege und zwei Meerschweinchen. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir das. Ja, haben Sie denn Ziegen und Meerschweinchen, dass wir wetten können? Ich hab mich richtig gefreut, mit Ihnen am Apparat zu reden. Ja, kann ich. Richtig Spaß gemacht. Ja, Mr. McBoatface freut sich immer, neue Freunde kennenzulernen. Das hat mich richtig gefreut. Wollen Sie mir nicht nochmal... Das war meine kleine Pause jetzt gerade. Ach, das war Ihre Pause. Das freut mich, dass Sie Spaß hatten. Keine Kunden zu reden. Können Sie mir nochmal... Zeigen Sie mir doch nochmal Ihre Internetseite von Firma. Oh, das werde ich nicht machen. Das mache ich für meine seriöse Kunde, nicht für solche Spinner, die einfach so... Oh, Sie haben mich Spinner genannt. Ich gehe zu meinem Anwalt. Das ist Beleidigung. Oh, gerne. Das ist eine Beleidigung, weil bis jetzt haben Sie mich auch beleidigt. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich bin Comedian, ich darf alles sagen. Oh, Kunstfreiheit. Das freut mich. Oh, finden Sie lieber sich eine richtige Arbeitsplatz. Mach ich doch gerade. Ich verdiene Geld hiermit. Ich lebe davon. Das ist richtig traurig. Das ist richtig cool, oder? Richtig traurig. Okay, das ist cool. Habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Sollen wir morgen wieder telefonieren? Glaube ich nicht. Nein, Sie gehen in die schwarze Liste. Na, vielleicht rufen Sie ja noch meine anderen Kumpels an. Die spielen auch mit bei Ihnen. Unangenehmen Tag noch wünsche ich. Unangenehmen Tag auch für Sie. Wiederhören. Ja. Sehe ich die Kriminellen immer mit der Polizei und mit Anwälten drohen, finde ich episch geil. Diese Figuren.